Servus und hallo hier zu einer neuen Folge FIFA Ultimate Team auf Eurogames und ich wollte mich erstmal entschuldigen, damit bei den letzten Folgen kein Intro kam, aber wir haben ja jetzt umgestellt und das neue Intro habt ihr ja jetzt bei dieser Folge schon gesehen. Ich find's richtig geil und wenn's ihr auch geil findet, dann könnt ihr ja auch einen Daumen oben hier lassen. Und ja, wir sind hier jetzt in Liga 6. Richtig cool, wenn wir Meisterschaft holen, bekommen wir 6000 Coins. Also das ist auf jeden Fall ein Ansporn genug, dass wir da richtig Gas geben können. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich richtig an. Und zwar spielen wir natürlich mit unserem Pace-Team. Aber zuerst müssen wir ja leider, wie ich sehe, ein paar Verträge noch dazu tun. Das Normale halt passiert. Und Ibarbo hat sich verletzt. Ja, das passiert ja jetzt leider immer öfter. Mann, oh Mann, was für ein Knoten hier. Immer öfter, dass sich Spieler nach einem Spiel schon verletzen. Warum auch immer, diese Kacke da. Also ich finde das nicht so berauschend, aber ja. Was mache ich denn zwei Verträge? Was hat er denn? Bein? Habe ich da noch Fuß, Oberkörper? Naja, komm. Ibarbo ist es wert, damit man da so eine Karte ihm gibt. Und jetzt können wir endlich starten. Gott sei Dank. Ja. Oh, wunderschönes Wetter hier bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, ich fühle mich richtig gut hier. Okay. Und Schnee wäre natürlich auch okay, aber entweder ganz Schnee oder ganz Sonne. Und ganz Sonne ist ja gerade, also ist perfekt. Alte Dame, Juventus Turin. Ja, okay, ein ganzes Real. Auch nicht schlecht. Gott sei Dank hat er nicht Ronaldo und Bale und so, aber ja, Modric Rodriguez kann sich sehen lassen auf jeden Fall. Aber meiner Erfahrung nach ist doch alte Dame immer Juventus Turin. Keine Ahnung. Aber das muss wohl ein richtig harter Real Madrid-Fan sein. Aber gegen unser Pace-Team hat er, glaube ich, trotzdem keine Chance, hoffentlich. Kacke, kacke, kacke. Uiuiui. Starke Parade. Was? Und jetzt kommt Giovinco. Alter, ist der schnell und vorbei. Ja! Yeah, man, come on. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Wie locker, leichtfüßig der da, guck, am Pepe vorbeigegangen ist. Alter. Oh. Oh. Uiuiui. Also man kann auf jeden Fall sagen, der Gegner kann gut hohe Bälle in die Spitze spielen. Und ja, mit Rodriguez und Chicharito hat er natürlich richtig schnelle Spieler auch vorne drin. Da muss man auf jeden Fall Acht geben. Giovinco, schön, 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 schön. Ah, fuck. Pepe ist natürlich dann ein bisschen stärker mit seinem guten Physiswerten, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Nein, nein. Okay. Ah, muss man ehrlich sagen, es hat er gut gespielt. Was? Abseits? Come on. Huh. Nein. Oh, und da ist er aber jetzt wirklich. Ah, ja, meine Verteidigung. Muss hier echt kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Nämlich, die können sich schon gut durchsetzen, die Madrid-Spieler. Muss ich echt ein bisschen aggressiver reingehen, glaube ich. Und komm, Giovinco. Machst du alleine? Ah, na, warum tue ich den nach links rüberlegen? Und schick ihn, komm. Schön, schön, komm Rossi, Rossi. Da der Tor ist draußen und schla, wunderschön, wunderschön vorbeigeschlenzt. Also, das finde ich echt klasse, damit ich zwei Stürmer habe, die nicht den gleichen starken Fuß haben. Da kann ich echt gut immer schön reinziehen. Mit Rossi dann hier schön mit links reinzirkeln. Also da bin ich echt froh. Boah, hoffentlich geht's jetzt echt so weiter, Jungs.
Oh, huiuiui, der war aber gefährlich. Ein richtig komischer Stolperball. Oh Mann. Weg damit. Was verstehen die nicht unter weg damit? Ganz ehrlich. Heieiei. Boah, Ibarbo macht da einen Sololauf. Komm, 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 komm. Nein. Tut er den von der Linie wegkratzen. Ah, da schön ein paar Täuschungen ist da Ibarbo vorbei und dann. Mann, der Letzte. Auf geht's. Zweite Hälfte wird unser Spiel. Come on, guys. Der Typ ist der Hammer, ganz ehrlich. Jetzt bringt der, wenn ich es richtig gesehen habe, Mandzukic, Griezmann und nochmal ein Atletico-Spieler. Ne, Khedira, diesmal noch ein Real, aber ist echt lustig. Wenn er jetzt noch alle drei, wenn das Atletico gewesen wären, dann. Oh, kacke Scheiße, der Griezmann ist schnell. Ich glaube, der ist wohl richtig harter Real-Fan. Oh, und der Ball war schön auf Giovinco. Komm. Ja, schade. Oh nein. Böser Ballverlust. Böser Ballverlust. Ah, scheiße. Und da wieder der hohe Ball und dann ist er drin. Schöner Ball auf Rossi. Und komm, komm. Oh nein, der muss jetzt mit rechts. Oh. Oder mit dem linken Außenriss. Jawohl. So kann man es auch machen. Stark. Stark. Echt stark. Dann bin ich echt froh, dass ich den ins Team geholt habe. Ja, Mann, oh Mann. Wie er das geil gemacht hat. Guckt es euch nochmal an. Schön mit dem linken Außenriss. Schöner Ball auf Giovinco. Und komm vorbei. Yes! Come on! Zuerst habe ich gedacht, vielleicht abseits oder so, aber boah, Hammer. 4-3, so schnell kann man dieses Kackspiel drehen hier. Ja, meine Fans rasten auch aus. Yay! What? Schön! Und da Giovinco mit dem in den Ries vorbei. Jetzt heißt er noch halten hier, hey. Einfach nur weg, weg mit dem Scheißball. Schön, ja. Glück gehabt noch zum Schluss. Da war er noch, boah, ist er noch ein bisschen nach vorne gekommen. Aber Gott sei Dank hat er nichts Großes hinbekommen. Aber, hui. Hat auf jeden Fall gut spielen können, der Gegner, muss man sagen. Wenn er natürlich Ronaldo, Bale, Benzema noch vorne drin gehabt hätte, dann hätte ich erst gar keine Chance gehabt. Spieler des Tages, Giovinco. Ich denke, das kann man vertreten mit zwei Toren. Ja, passt. Und ja, ich würde sagen, das ist ein super Start mit dem Sieg in Liga 6. Und dann gucken wir gleich mal, was der nächste Gegner drauf hat. Und da haben wir auch schon den nächsten Gegner. Ein Anhänger der türkischen Liga, so wie es aussieht. Brand Rangers heißt sein Team. Ja, und er hat auch nur ein türkisches Team. Natürlich Emenike vorne drin, so wie es sein muss. Muslera im Tor. Okay, ein Deutscher in der Innenverteidigung mit Toprak. Ja, aber sonst echt nur. Oder was heißt denn ein Deutscher? Er ist ja auch Türke, aber spielt in der deutschen Liga. Ja, aber. Gucken wir mal, was der drauf hat. Aber ich denke, ich muss auf jeden Fall auf sein Emenike mal wieder aufpassen. Komm, Giovinco. Ja. Kann er es allein versuchen? Und faul, Alter. Das muss wenigstens eine Karte geben. Ohne Scheiß. Rot wäre natürlich besser gewesen, aber ja. Egal. Ibarbo schießt ihn. Und zwar. Schade. Schön gesehen auf Ibarbo.
Ivarbo nach hinten. Kann dann den allein versuchen. Ah, schade, Außennetz. Mann. Und kommt Jovinko. Nein, wir flanken nicht, wir gehen rein. Wir gehen rein und wir schießen. Und, yes! Im Nachsetzen macht das rein. Okay, ich muss ehrlich sagen, der Winkel war von mir jetzt nicht so gut gewählt beim ersten Mal, aber guckt euch das an, wie geil der dann danach reingeht und dann mit der Fußspitze reinmacht. Dieser scheiß Emenike. Ich schwör's euch, der Typ ist so sweaty. Alter, der geht da echt, guck wie der leichtfüßig an meinen Verteidigern vorbeigeht und dann schwupp ist er wieder drin. Alter, nächstes Mal hau ich den um, wenn der von mir kommt. Wenn der nur kurz vor mein Tor kommt, ich hau ihn so um. Nein, nicht schon wieder Emenike, Alter, ich schwör, ich raste aus. Mann! Wichskind elendiges! 3-1, dreimal so ein scheiß sweaty Goal von dem Drecks Emenike, weil der nur durchlaufen kann. Ich bereue es, dass ich den nicht in meinem Team habe, aber den habe ich echt nicht richtig reinbringen können. Ich glaube, mit dem mache ich jetzt echt noch ein Team irgendwie. Nochmal. Guck, da rennt er schon wieder. Und komm, Rossi. Renn. Schön, schön. Und jetzt mit dem linken schön vorbeizirkeln. Alter, nein. Ach, Mann. Der müsste eigentlich drin sein. Echt. Mann, oh Mann. Wie kann ich so einen Pass nur durchlassen? Och Mann, ich bin gerade auch. Und war ja klar, wer da wieder dieses scheiß Tor macht. Guck, da muss ich schon richtig rangehen und dann stolpert der den natürlich wieder rein. Ah oh Mann, totaler Angriff. Komm, auf geht's. Mann, Mann, Mann. Ja, und dann fault der Idiot auch noch. Aber Rossi... Nein! Geh doch richtig rein, Mann! Nein, du brauchst jetzt nicht auf Emenike passen, Mann. Ja, klar, natürlich! Alter, das ist so eine Lachnummer hier! Immer wenn ich nach vorne gehe, dann grätscht er mir den Ball so ganz flockig weg. Und dann... Ja, komm! Schieße jetzt auch immer aus 30 Metern und der flattert rein. Ey, ich bin so kurz, echt aufzugeben. Das kotzt mich so an. Ein Vorteil gibt's zwar diesmal nicht Emenike. Und jetzt guckt der Bastard sich das 10-mal an. Hey, Leute, ganz ehrlich. Boah, geht mir das auf die Eier hier. So dermaßen. Komm, Rossi, hau einfach den Scheißball rein und abstauber. Giovinco ist mir scheißegal. Ist mir sowas von kackegal. Hauptsache, ich krieg auch mal ein Tor hin. Meno, 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 echt. Und komm, Babo. Ho, ho, ho. Mann. Und jetzt spielt er gleich auf Emenike und dann ist er wieder drin. Ah, da hat er ja schon den Ball. Komm, renn durch. Und Emenike am Ball, Emenike am Ball, komm. Ja, war klar. Und der? Lachhaft. Natürlich. Natürlich schießt er so wieder, dass mein Torwart den nicht richtig kriegt. Alter Verwalter. Menschenskinder. So ein Scheiße, echt.
Und es gibt Elfmeter, es gibt Elfmeter. Ja, das war natürlich wieder sowas, was. Guckt's euch an, da ein bisschen zu weit vorgelegt. Warum hätte es nicht Emenike sein können? Ja, der schießt ja jetzt. Wetmore, nein, nicht Emenike schießt, der andere. Wetmore, der schießt in die Mitte. Kann man mal ein bisschen. Und. Hä? Alter, mein Keeper, Junge, der war in die Mitte und der kriegt den nicht richtig. Guckt, oder? Nee, der erschreckt davon. Ach, oh Mann, oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, jetzt ist das Spiel aus. Mann. Naja, was soll man zu dem Spiel sagen? 7-2. Emenike 4 Tore. Ja, komm. Jubel doch. Mann, Alter. Ich habe ihn Gott sei Dank noch nicht verkauft. Also ihr könnt auf jeden Fall euch darauf gefasst machen, damit die nächsten, dass im nächsten Team Emenike drin ist, zu 500.000%. Schon mal sicher. Sowas von sicher. Ja, aber wenigstens haben wir das erste gewonnen. Ein Sieg, eine Niederlage. Ist okay. Das Spiel war jetzt ein bisschen scheiße, aber hey, sonst wäre es ja langweilig, wenn man die ganze Zeit nur gewinnen würde. Aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also haut rein und ciao.